Moin, Anime Max Berlin 2021. Rückblick. Freut mich, dass ihr hergefunden habt. Zuerst möchte ich euch darauf hinweisen, dass es natürlich ein ganzes Feature zur Anime Max Berlin 2021 auf diesem Kanal in der Staubstube gibt. Das heißt, unter anderem in der Beschreibung findet ihr die ganze Playlist. Da gab es also das Ankündigungsvideo für die Max, dann gibt es das Cosplay-Feature, wo ich ganz viele Cosplay auf der Max 21 aufgenommen habe. Und es gibt ein Impressionen-Video, wo ihr euch also angucken könnt, was ist da so passiert, wie sah es aus. Alles in der Beschreibung. Außerdem auch in der Beschreibung mein Instagram-Profil, wo ich vor allem Cosplayer nochmal gesondert rausstelle, welche wunderschönen Menschen konnte ich auf der Max 21 fotografieren, ablichten und mit euch teilen. Schön. Da wir das hinter uns gebracht haben, zu einem kleinen Vorfazit zur Max 21 für die Kurzangebundenen. Die Max 2021 in Berlin, die war eine deutlich kleinere Messe als Dokumi, Konichi, Animagic, Leipziger Buchmesse. Das ist klar, denn die gibt es erst seit 2019 und das hat man auch gemerkt. Das hat sich allerdings nicht vorrangig negativ für mich geäußert, der ich das erste Mal auf diese Max gekommen bin, sondern das hat sich vor allem auch auf ganz unerwartete Arten und Weisen positiv geäußert. Denn es war eine deutlich, ich würde sagen, intimere Messe als vielleicht die Dokumi oder die Leipziger Buchmesse. So, das war eine derartig kleine Messe, also so klein war sie gar nicht, aber es hat sich so klein angefühlt, dass man die Leute schneller kannte, dass man sich da schneller auskannte. Sie ging ja auch 3 Tage, nicht die klassischen 2 übers Wochenende, sondern Freitag war auch noch mit dran gehangen. Und so hat sich das Ganze deutlich intimer und wohliger angefühlt, weil man sich eben nach einem Tag schon so gut auskannte auf dieser kleineren Messe, weil man sich mit den Leuten schon so gut kannte. Man hat immer wieder Leute wieder gesehen. Und das hatte so ein häusliches Gefühl. Das hatte so ein, hey, wir sind hier eine kleine Community und zelebrieren endlich mal wieder unser Hobbygefühl. Es war nicht dieses Befreiungsschlaggefühl der Dokumi dieses Jahr. Und davon konnte die Max schöpfen, konnte sich da inszenieren als kleine neue Messe, auf der man sich aber wohlfühlt. Na, man ist dankbar, dort zu sein in einer Corona-Pandemie. Und wie gesagt, es war eher klein, es war eher intim, aber das hat sich einfach ein bisschen wohliger, ein bisschen persönlicher angefühlt als auf einer Doku, die natürlich ganz toll ist als riesige, große Messe. Aber die Max war klein und fein. Organisationsmäßig war sie allerdings nur semi-gut organisiert, was man an einigen Stellen deutlich gemerkt hat, worauf ich gleich noch eingehen werde. Also das war, da merkt man, dass die Messe noch nicht so alt ist, da ist noch viel Luft nach oben. Cosplay-Niveau war sehr gut, also auch da werde ich gleich noch drauf eingehen. Es waren viele tolle, fantastische Cosplayer da, sowohl für Staunenfreudige als auch für Cosplayer selbst war es eine schöne kleine Messe. Ich würde sogar sagen, es war eine Cosplay-Messe. Händlerangebot, Merchandise-Künstler und so war auch vorhanden und das in einem guten Maße. Also wenn man mit dem Gedanken spielt, als Neuling zur Max zu gehen, ich finde schon, das lohnt sich, egal aus welcher Sparte man eigentlich kommt. An und für sich ist das für das Geld, was man da zahlt für ein 3-Tages-Ticket oder für 1-2 Tage, ist das schon eine schöne Sache. Ich würde bei der Max empfehlen, das kommt natürlich immer drauf an, was ihr euch von der Messe erwartet. Wenn ihr erstmal reinschnuppern wollt, jetzt gar nicht so sehr als Fotograf da seid, nicht jeden Tag alles mitnehmen wollt, hunderte Cosplayer fotografieren wollt, dann reichen auch erstmal 1-2 Tage. Dann reicht das Wochenende, dann reicht vielleicht der Freitag zum Anschnuppern. Ansonsten lohnen sich die 3 Tage auch. Ja, also es gibt da schon einiges. Ich persönlich werde definitiv wiederkommen. Die Corona-Maßnahmen waren auch vollkommen in Ordnung, größtenteils. Ich werde nächstes Jahr nochmal reinschauen. Das hat sich gut abgespielt dieses Jahr für mich. Es ist noch Luft nach oben offen, was die Organisation angeht, was die Mechanismen in der Messe angeht, was die Besucherfreundlichkeit angeht. Aber insgesamt war das vollkommen in Ordnung. Ich war sehr positiv überrascht von manchen Aspekten. Vor der Messe war es so, dass, und da könnt ihr natürlich auch in das Ankündigungsvideo gucken, was ich zur Max gemacht habe, falls ihr es nicht schon gesehen habt, war es so, dass die Werbung nicht besonders präsent war für die Max. Ich habe noch nie vorher von der Max gehört gehabt, bis ich 1-2 Monate vor der Max von einem Freund, danke nochmal an der Stelle, darauf hingewiesen wurde, hey, es gibt ja diese Max in Berlin, und dann erst habe ich mich schlau gemacht und habe darüber nachgedacht, möchte ich die einigermaßen spontan, also so 1,5 Monate vorher besuchen. So, das ist für mich einigermaßen spontan. Habe mich dann dazu entschieden, aber Werbung fiel so jetzt
jetzt im Netz natürlich, hatte ich auf sozialen Medien etc. hatte ich nicht das Gefühl, dass die Max da unheimlich viel Werbung hatte. Ist eine kleine neue Messe, vielleicht ist das einfach so. Ihr Twitter-Profil der Max Berlin wurde relativ gut gepflegt, da gab es fast täglich Updates, aber das war alles sehr durcheinander. Also da wurde dann immer gepostet, hey, welcher Cosplayer ist noch bei uns prominent vorhanden, welche Show gibt es da noch? War aber alles sehr unorganisiert. Also es war nicht wie bei den sozialen Medien der Dokumi zum Beispiel, wo dann alles sehr, sehr gut durchgestaffelt ist, wo man merkt, okay, hier findet ihr das Programm, das ist das nächste Event, da wird es stattfinden um die und die Uhrzeit, sondern bei der Max ist es alles ein bisschen diffuser gewesen, deswegen ich da auch nicht viel mitgelesen habe. Die Website, habe ich schon im Ankündigungsvideo gesagt, ist leider nicht gut organisiert. Ich blende es hier nochmal ein. Die Programmplanung ist diffus und nichtssagend. So, also da sind dann Programmpunkte aufgelistet, bei denen ich als Neuling keine Ahnung habe, was möchten die mir sagen, größtenteils. Selbst wenn man die googelt, findet man größtenteils nichts darüber oder nur sehr wenig. Da hätte man einfach einen kleinen Text drunter setzen können, ach übrigens, das ist das, why to you und so weiter und so fort. Was ist das überhaupt? Ne? Da hätte man kurz drunter schreiben können, hätte eine halbe Stunde für alle Programmpunkte gedauert. Teilweise ist das Programm unvollständig gewesen, da stand also bis zum Messetag und darüber hinaus Infos folgen in Kürze. Und das ist einfach, das ist vermeidbar für so eine kleine neue Messe. Da muss man einfach jemanden ransetzen, der sich da mal zwei Tage dran setzt, zwei, drei Stunden, wenn es sein muss. Und dann ist es geregelt. Einfach drunter schreiben, was findet man da, wo findet man das, die Webseite ein bisschen besser durchorganisieren. Ich habe das Gefühl, da sind auch ein paar Programmpunkte obsolet, weil sie doppelt und dreifach vorhanden sind, Bühnen, extra Bühnen. Und das kann man einfach besser machen und da hätte ich im Vorfeld ein besseres Gefühl als jemand, der sehr neurotisch ist bei der Planung von Messen. Ich muss da immer alles genau abstecken, wann mache ich was. Und da würde es mich freuen, wenn die Max sich einfach ein bisschen mehr bemüht. Dann kommen wir auch gleich zur Organisation der Messe im Allgemeinen, denn die war, das war der Ersteindruck, nicht besonders gut. Das mit der Website habe ich gerade angesprochen, dass man da einfach im Vorfeld hätte besser kommunizieren können, eine bessere Planung für die Website hätte aufstellen können. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, dass die Messe am Freitag um 14.30 Uhr erst geöffnet hat. Das hat man vermutlich gemacht, damit die Schüler und so weiter und so fort dann auch noch rein können, die Arbeitstätigen im Bestfall, dass sie das dann auch gleich noch mitnehmen können am Freitag. So. Wenn ich aber eine Messe habe, die 14.30 Uhr erst öffnet und weiß, das wussten wir, das hat die Max im Vorfeld noch online verlauten lassen, ja, also nochmal darauf hingewiesen, hey, es wird Regenwetter geben, es wird windig, es wird kalt, bringt euch bitte Schals und Mäntel mit, das hat die Messe so gesagt, sehr freundlich von ihr. So wusste man also, dass das Wetter nicht gut wird und man öffnet erst 14.30 Uhr, das heißt, man hat an diesem Tag viel Vorlauf, um dafür zu sorgen, dass der Einlass möglichst problemlos abläuft. So, und das ist etwas, was gerade in einer Corona-Pandemie auf J-Messen ein Problem ist, wie man weiß. Das war auf der Dokumi letztes Jahr, war es nicht besonders gut, aber auch nicht schrecklich. Dieses Jahr war es deutlich besser und bei der Max am Freitag, der einzige Tag der Messe, der wirklich, wirklich unangenehm, hässlich, kalt und herbstlich war, war der Einlass eine absolute Katastrophe auf der Max. Und das war der Ersteindruck. Und ich kann gar nicht sagen, wie oft ich in der Schlange, in der ich anderthalb Stunden stand vorm Eingang, zusammen mit vielen anderen Menschen, wie oft ich da aus anderen Mündern gehört habe, ich habe jetzt schon keine Lust mehr auf die Max. Kann ich verstehen, denn es hat gestürmt, es hat geregnet und wir standen da wirklich fast bewegungslos, immer mal alle 10 Minuten ging es mal ein Schrittchen voraus, standen wir da anderthalb bis zwei Stunden an. Ich war nicht mal pünktlich da. Ich war um 3 etwa da. Das heißt, es war dann schon eine halbe Stunde nach offiziellem Einlass und eine Stunde nach VIP-Einlass. So, und man hätte da, also wenn es so langsam geht wegen den Tests, das ging eigentlich ganz gut. Als ich dann am Eingang war, ging das mit den Tests sehr gut. Man hat dann zwar mehrere Stufen gebraucht, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, aber eigentlich ging das ganz gut. Das kann es nicht gewesen sein. So, und ich frage mich, was hat da so lange gedauert? Es waren auch, was ich auch oft gehört habe von Menschen auf der Messe, und das muss ich sagen, habe ich mir auch gedacht, man hätte nicht erwartet, dass es so viele Leute sind. Ne? Man hat im Vorfeld gewusst, okay, es ist eine kleinere Messe, es ist jetzt Ende des Jahres, Dokumi war schon, man hätte nicht erwartet, dass so viele Leute kommen, und es waren viele Leute da teilweise. So, also da weiß ich jetzt nicht, ob es so viel weniger als auf der Dokumi waren. Offensichtlich hungert man auf Messen, ne? Es ist klar, so.
Aber was man hätte machen können, na, also vielleicht ist das mit dem Einlass so schwierig gewesen, vielleicht konnte man das natürlich beschleunigen, dann hätte man ja wenigstens bei den Einlasswegen ein paar Schirme aufstellen können, irgendwas, damit man nicht im Regen steht. Natürlich hatten viele Regenschirme dabei, aber viele auch nicht. Vielleicht, weil es nicht ging, vielleicht, weil sie es vergessen haben. Das wäre eine Sache von einem halben Tag, da mal ein paar Schirme entlang der Standbahn aufzustellen. Da gibt es so viele Stellschrauben, die man hätte besser organisieren können, und das war einfach ein Desaster. Also mich persönlich stört es weniger, irgendwie im Regen zu stehen. Ich bin da sehr resistent, aber es macht auch keinen großen Spaß. Und dass ich anderthalb Stunden der Messe verloren habe, eigentlich zwei, weil ich zu spät gekommen bin, was meine Schuld ist, dadurch einfach nur, dass ich da stand und darauf gewartet habe, überhaupt erstmal zum Einlass zu gelangen, das ist schon ziemlich schwach, liebe Max. Also das hättet ihr besser machen können. Und dass das der Ersteindruck ist, den man von euch mitbekommt, wow, das war am Samstag und Sonntag viel besser. Also offensichtlich hat man da noch am Tag des Geschehens gemerkt, das war jetzt nur so mittelgeil von uns, das kriegen wir besser hin. Haben sie dann auch besser hingekriegt. An den Folgetagen ging es relativ schnell. Es gab verschiedene Einlassstufen. Als man dann endlich den Schlängelweg hinter sich gebracht hatte und am Eingang stand, musste man zuerst seinen negativen Test zeigen. Ja, das ist klar. Ne? Man musste entweder genesen sein, geimpft oder negativ getestet, 48 Stunden. So, dann musste man zur nächsten Tür. Dann kam man zur nächsten Tür, die zur Eingangshalle führt, und da musste man sich einloggen in die Luca oder die Corona-App. Das hatte ich persönlich vergessen, viele andere auch, mussten mir das ganze Ding erstmal runterladen. Fand ich ein bisschen ärgerlich, dass man das trotz des Tests machen musste. Okay, Sicherheitsmaßnahme. Dann kam man in die Eingangshalle und musste sich in der dritten Schlange anstellen, zur dritten Stufe des Einlasses, das Messeticket. Und dann war man endlich in der ersten offiziellen Halle drin. Auch ein bisschen kontraideal, wie ihr das gelöst habt, finde ich. Das hätte man vielleicht auch in zwei oder einem Step vereinen können, aber vielleicht hätte es dann noch länger gedauert. Ich weiß es doch nicht. Ich bin doch nur ein Pimpf in einem roten Mantel auf einem blöden Stuhl. So, wer weiß. Aber insgesamt war das gerade am Freitag schon relativ desaströs. Also ich habe da locker 2 Stunden verloren. Und das darf eigentlich einfach nicht sein. Auch nicht für so eine kleine Messe, das finde ich nicht in Ordnung. Was mich persönlich fast noch rasender gemacht hat, also der Einlass hat mich nicht sonderlich rasend gemacht, hat mich nur genervt, aber was mich wirklich rasend gemacht hat, ist das Einbahnstraßenprinzip, das hier oft angewandt wurde. Und ihr werdet den Begriff kennen, wenn ihr ihn vorher nicht kanntet, werdet ihr ihn aus der Corona-Pandemie kennen. Das heißt, dass aus Sicherheitshygienegründen Wege einseitig abgesperrt werden, dass man dann nur noch in die eine Richtung darf, aus einer Halle raus und so weiter und so fort. Dazu muss man verstehen, wie die Max aufgebaut war. Es gab im Großen und Ganzen, da spielte sich so fast alles ab, gab es 2 Hallen. Da gab es die Eingangshalle, die gleichzeitig auch die Künstler- und ich sag jetzt mal Angebotshalle, das war so die Künstler- und Angebotshalle. Und dann gab es die zweite große Halle, das war die Händlerhalle. So, und da spielte sich das meiste ab. Natürlich gab es viel noch draußen rum, aber konzentrieren wir uns erst auf diese beiden Hallen. Und die Eingangshalle, wo dann also alle reinkamen, nachdem man durch diese 3 Stufen war, was man ja auch erstmal hinter sich bringen wollte. Man wollte erstmal diese 3 Stufen hinter sich bringen. So, und dann hat einen aber direkt rechts, dazu muss man, ich blende das nochmal ein hier, wie ich das visualisiere in Paint. Die Halle ist aufgebaut mit 2 Seiten. Rechts ist es offen, das heißt eine offene Halle, wo einfach links und rechts ein paar Stände sind. Und links gibt es die Künstler-Alley, also die Artist-Alley, wo die ganzen Privatkünstler, Jinji-Künstler etc. sind. Und das schlängelt sich so. Das heißt, da geht man dann so schlängelnd entlang. Und die rechte Hälfte der Halle, wo viel Platz ist, wo man durch kann, wo man sich links und rechts mal hinsetzen kann, die wurde direkt zu Anfang der Messe abgesperrt. Das heißt, das war ein Einbahnstraßensystem, da konnte man von hier nicht rein, sondern nur von da raus, von hinten raus. Das heißt, die Massen der Besucher mussten sich natürlich logischerweise dann durch diesen Schlängelweg bewegen, um überhaupt erstmal in den offenen Bereich zu kommen. Das hat natürlich logischerweise dann dazu geführt, dass man dicht an dicht stand. Freitagnachmittag, als wir dann alle drin waren, waren direkt extremes Gedränge. Wir standen alle dicht an dicht und wollten alle eigentlich nur aus dieser Artist-Alley raus. Corona freut sich. Alles falsch gemacht, was man hätte falsch machen können, liebe Max. Also da frage ich mich auch. So, und das ist ganz oft passiert, dass diese eine Hallenhälfte einfach abgesperrt wurde. Völlig random. Zu wahllosen Zeiten wurde die einfach abgesperrt. Ständig kam mir irgendein Max-Mitarbeiter aus der Richtung entgegen und hat mir gesagt, sorry, du kannst denn nicht lang, das ist ein Einbahnstraßensystem. Warum? Hinter dir ist keine Menschenseele. Warum? 10 Meter weiter ist sowieso der Ausgang dieses Schlangenweges. Warum kann ich da jetzt nicht einfach durch? Boss sagt es halt, ne? So.
Also das hat mich schon ein bisschen aufgeregt, dass ständig die eine Hälfte abgesperrt wurde. Teilweise wurde dann auch in der zweiten, in der Händlerhalle, wurden dann auch teilweise die offenen Wege abgesperrt. Und ich frage mich, was soll das? Also was soll denn das? Ist ja nicht so, als würde Gegenverkehr eher für Corona-Infektionen sorgen, als 500 Leute, die sich in so einem engen Schlängelweg langsam fortbewegen. Katastrophe. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden, konnte ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Es erschien mir persönlich willkürlich. Aber, und das sage ich immer, es kann sein, dass ich einfach nur das Verständnis nicht dafür habe, weil ich sehr, sehr dumm bin. Also, keine Ahnung, kann wirklich sein, dass das so gemacht werden musste, dass es hygienisch besser ist, wenn man dann die Leute woanders lang schickt und dann den Gegenverkehr ausbremst. Seltsam war es dennoch. Ansonsten waren die Mitarbeiter, seien es nun freiwillige Max-Helfer, Security und wer noch alles mitgeholfen hat, aber vornehmlich freundlich. Ich habe die Leute vor allem als sehr offenherzig, sehr nett festgestellt. Also da kann ich noch mehr als bei der Dokumi sagen, die Mitarbeiter waren wirklich entspannt. Also da durfte man auch mal eine Ecke weitergehen, als man eigentlich durfte, um ein hübsches Foto zu machen. Da durfte man auch mal ein bisschen schneller rein. Also das war alles schon eigentlich ganz in Ordnung. Die Leute waren entspannt. Die Menschen waren nicht zu gestresst und man hatte einfach insgesamt das Gefühl, dass es eine Fanmesse ist, dass es eine kleinere Fanmesse ist und dass auch die Mitarbeiter Fans sind, größtenteils, ne, die Max-Mitarbeiter, und dass man da einfach möchte, dass die Besucher eine gute Zeit haben. Das weiß ich immer zu wertschätzen. Hygienemaßnahmen waren vollkommen okay. Ich habe das mit den Einbahnstraßen und dem Einlass erwähnt, das kann man jetzt zusammenfassen oder nicht, wie man möchte, aber ansonsten war das relativ entspannt. Ich hatte ja beim Ankündigungsvideo erwähnt, dass die Max, beziehungsweise ein Anbieter, der mit der Max zusammenarbeitet, Schnelltests anbietet, vor dem Messegelände, so als Fail-Safe quasi. Falls ihr es wirklich vergessen habt, falls ihr aus irgendwelchen anderen Gründen euch nicht testen könntet, nicht reingelassen werdet, könnt ihr da einen Schnelltest absolvieren. Und habt es aber relativ verurteilt, dass das Geld kostet, aus im Ankündigungsvideo genannten Gründen. Aus offensichtlichen Gründen einfach, ne? Also da aus der Not im Zweifelsfall Profit zu schlagen. Ich dachte, die Schnelltests kosten vielleicht 5 bis 10 Euro, sie kosten 15 Euro pro Schnelltest. Und von den verzweifelten Messebesuchern 15 Euro pro Schnelltest zu verlangen, ist einfach abgrundtief widerlich. Und ich glaube, das wisst ihr auch. Gut, das mal beiseite, waren die Hygienemaßnahmen entspannt und gefühlt auch entspannter als bei anderen Messen, als bei der Dokumi. Wir müssen die Dokumi wieder erwähnen. Es ist die einzige Messe, die in Corona-Maßnahmen stattfand. Und da war die Max einfach noch ein bisschen entspannter. Innerhalb der Halle, beim Essen, bei Fotos mal die Maske abnehmen, da hat keiner was gesagt. Die Menschen haben sich natürlich wieder an die Maskenpflicht gehalten. Das klappt einfach mittlerweile bei den meisten mit gesundem Menschenverstand nach so langer Corona-Zeit. Und deswegen hatte ich da, abgesehen von den genannten Problemen, keine Sorgen, was die Max anbelangt. Das Cosplay-Niveau war insgesamt ziemlich hoch und vielleicht teilweise auch ein bisschen höher als bei der Dokumi, was ich dann gedanklich zurückführen würde, zum Beispiel auf die Existenz des japanischen Gartens innerhalb des Messegeländes, auf eine insgesamt bessere Cosplay-Location, sodass die Leute sich einfach ein bisschen mehr noch vorbereitet haben, ein bisschen mehr Mühe noch reingesteckt haben, weil sie wussten, okay, gute Shootings sind hier möglich. Und so war das Niveau recht gut. So waren viele tolle Cosplays dabei. Die Cosplay-Menschen auch wieder, man kann es einfach immer nur wieder sagen, sehr, sehr warmherzig, sehr, sehr zugänglich, sehr offenherzig. Das heißt, ich habe auf dieser Messe natürlich aber auch sonst noch nie gehört, dass ein Cosplayer gesagt hat, nein, du kannst mich nicht fotografieren, abgesehen von, hey, ich esse gerade oder so, aber dann würde man auch nicht fragen. Also wirklich wieder sehr, sehr freundlich, viele tolle Cosplayer getroffen, viele unheimliche Qualitätsmenschen, da überhaupt keine Frage. War schön für Schaulustige, war schön für Cosplayer, also das hat schon Spaß gemacht. Der japanische Garten, der innerhalb des Messegeländes existiert und der eine anständige Größe hat, ist einfach eine unheimlich tolle Location auch. Es ist ein wirklich schöner Garten, wo man fantastische Shootings machen kann. Klar, es ist die klassische Location, jeder macht Fotos und Shootings und Videos im japanischen Garten, aber es ist auch einfach ein toller Garten mit vielen schönen Ecken, vielen schönen Farben. Das Sonnenlicht spielt da schön mit, also sowohl am Tag als auch bei untergehender Sonne hast du da eine fantastische Lichtstimmung. Das macht einfach Spaß. Es macht Spaß, da durchzuschlendern, selbst wenn man nicht als Fotograf oder Cosplayer unterwegs ist, und einfach zu gucken, wie die Leute da eine gute Zeit haben. Das gibt der Messe wirklich einen Mehrwert, dieser japanische Garten.
insgesamt habe ich wahrgenommen, dass das Fotografieren und Filmen auf der Max 21 so alles in allem nochmal deutlich besser funktioniert hat als auf der Dokomi 21. Das führe ich zum einen auf meine eigene gestiegene Erfahrung zurück und andere Sachen, die mich persönlich betreffen, aber auch, weil die Hallen sich ein bisschen besser dafür geeignet haben, wegen dem japanischen Garten, aber auch, weil die Leute nochmal etwas motivierter waren, tolle Cosplays zu präsentieren, sich zu präsentieren, Shootings durchzuführen. Und es hat alles schon ganz gut funktioniert. Was ich am Anfang erwähnt habe, dass die Max deutlich kleiner und intimer ist, das hat sich vor allem, finde ich, bei den Cosplayern niedergeschlagen. Es ist für mich eine Cosplay-Messe. Es ist eine Messe, die vor allem von fantastischen und hochwertigen Cosplayern profitiert hat. Aber was man gemerkt hat, ist, dass so viele Leute es auch waren, so übersichtlich war doch insgesamt die Cosplay-Menge und man war 3 Tage dort und man kannte sich einfach nach einem oder maximal 1,5 Tagen. So, das heißt, man hat dieselben Cosplayer, man hat dieselben Menschen immer wieder gesehen, wie man sich so den lieben langen Tag durch die Hallen und durch die Gärten bewegte. Man hat sie immer wieder gesehen, hat sich mal Blicke zugeworfen, sich zugenickt und ich persönlich habe Leute von der Dokomi wieder getroffen, Cosplayer von der Dokomi, die ich damals schon fotografieren und filmen durfte. Man hat sich einfach wieder getroffen, man kannte sich. Das ist natürlich für mich eine ganz tolle Ehre, dass man sich an mich erinnert. Aber auch einfach dieses Gefühl auf der Max, okay, nach einem halben Tag, nach 1-2 Tagen, man kennt sich, na, und man läuft immer wieder aneinander vorbei und man ist hier auf derselben Messe, man sieht sich immer mal wieder, als wäre man auf einem Familienfest. Und das ist auf der Dokomi nicht so, da ist, oder auf der Animagic oder auf der Buchmesse gar, da ist das Gelände so groß, dass man sich vielleicht natürlich mal wieder sieht, gerade die auffälligen Cosplayer sieht man mal wieder, aber man läuft sich nicht ständig über den Weg. Und ich fand, das war einfach ein ganz komisches, heimisches, schönes und herzerwärmendes Gefühl. Also vielleicht auch, wenn ich da gerade ein bisschen pathetisch klinge. Aber es hatte so das Gefühl, hey, wir sind hier auf demselben Fest, wir kennen uns. Ne? Wir haben uns schon fotografiert und so weiter und so fort. Man kennt sich. Ne? Hat Spaß gemacht. Ich habe ja schon vor der Messe, vor Messebeginn auf Instagram gefragt, hey, ich möchte gerne als Amateurfotograf tätig sein. Hätte jemand Lust, mal ein paar Shootings mit mir auszuprobieren? Denn vor der Max hatte ich persönlich, abgesehen von Freundeskreisen und so weiter, wo ich das mal probiert habe, habe ich noch nie ein wirkliches längeres Cosplay-Shooting gemacht. Sprich so 30 bis 60 Minuten, wo du dich nur auf 1 oder 2 Personen fokussierst. Und dann habe ich über Instagram gefragt, hey, gäbe es ein paar Leute, die das gerne mit einem Amateur ausprobieren würden. Und da haben sich tatsächlich einige gemeldet und ich habe insgesamt 4 Shootings innerhalb dieser 3 Messetage absolviert. Eigentlich sollten es 5 werden, aber einer hat nicht geklappt. Und die haben mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Ne? So, das lag einfach an den Tageszeiten, das lag an den Leuten, wie gut harmoniert man miteinander zusammen. Aber insgesamt ist es schon eine echt tolle Erfahrung. Also ich würde jedem, der Hobbyfotograf ist und sich mit Cosplay-Fotografie auseinandersetzen möchte, das raten, das mal zu probieren, wirklich mal ein paar Shootings zu machen. Ich glaube, ich werde das jetzt öfter machen. Also das ist toll. Man lässt sich eben so 60 Minuten auf 1-2 Personen ein. Man versucht, deren Wünsche umzusetzen. Man versucht, abseits des Hallentrubels, denn Spontanfotos sind nun mal einfach was anderes. Wenn du spontan in den Gängen die Cosplayer siehst, dann möchtest du sie nicht länger als 1-2 Minuten beschäftigen. Und dann lässt du dich aber jemanden ein und dieserjenige lässt sich auf dich ein und dann möchtest du auch liefern. Und das war schon wirklich eine wertvolle Erfahrung. Hat Spaß gemacht. Persönlich, was Highlights und besondere Anmerkungen zu den Cosplayern der Max 21 angeht. Ich habe mich sehr über einen Hell of a Boss Cosplayer gefreut. Das war der allererste, den ich fotografiert habe. Eine Dame, die Hell of a Boss gecosplayt hat. Die Regel von Umineko hat sich wieder bestätigt, was mein heiliger Gral der Visual Novels ist. Es gab wieder eine Umineko-Cosplayerin, denn die Regel ist ein Umineko-Cosplayer pro Messe. Es ist immer einer, das hat sich über die letzten 2-3 Jahre immer wieder bewährt. Ein Cosplayer gibt's, der Umineko, der die Fackel hochhält, da habe ich mich sehr gefreut. Das war ein schöner Moment, denn die Dame hat sich offensichtlich auch gefreut, erkannt zu werden. Es gab nur einen Squid Game-Cosplayer. Einen. Okay, die Serie ist gnadenlos overrated und nicht wirklich gut, aber ich dachte, das ist ja momentan der Hype. Ich dachte, die Messe wimmelt davon, aber vielleicht war es zu offensichtlich. Ich habe mich sehr über den einen Cosplayer gefreut. Und eine Penny aus RWBI, Ruby, gab es auch. Da freue ich mich auch, gibt es auch immer ein paar. Es gibt vor allem immer ein paar Ruby-Cosplayer auf den Messen, so 3, 4. Penny eher selten, habe mich gefreut, dass Ruby hier auch nochmal kurz mit dabei war. Zu den Händlern und Künstlern kann man sagen, dass die Händler, also offizielle Händler, kommerzielle Händler,
dass die wieder in ausreichender Zahl vorhanden waren, dass das Merchandise-Angebot vollkommen ausreichend war. Es waren deutlich weniger als auf den großen Messen, logischerweise. Aber das hat auch unter anderem dazu geführt, dass ich das Gefühl hatte, dass das Merchandise insgesamt etwas diverser war, etwas diversifizierter, etwas variantenreicher. Gerade die Figuren, ich habe das ja auf dem Dokumi-Feature gesagt, dass es immer dieselben Anime-Figuren, immer dieselben 20 bis 30 Anime-Figuren auf den Messen gibt, ne? One Piece, DBZ etc. Und dadurch, dass viele der großen Händler mit diesen Figuren raus waren, hat es etwas so gewirkt, als wären ein bisschen variantenreichere Figuren da. Das hat mich gefreut. Es gab besondere Händler wie Händler von ganz tollen Lampen. Es gab Plüschi-Maker, die aus Japan da waren. Also das hat mich schon gefreut. Da waren einige schöne Merchandise-Sachen dabei. Zur Artist Alley, also den Privatkünstler, den Doujinshi-Künstlern, Fanzeichnern und so weiter und so fort, muss ich sagen, dass ich da nicht merklich weniger Leute wahrgenommen habe als auf der Dokumi. Also es gab eine große Artist Alley, was ich sehr zu schätzen weiß, liebe Max. Da waren viele fantastische Künstler da, einige kannte man von den anderen Messen, es waren wieder einige neue Gesichter dabei. Das freut mich immer, das ist immer eins meiner Highlights, die Artist Alley. Das war mit dem Schlangengang jetzt rein, wenn man auf die Artist Alley guckt, war das gut, denn in diesem Schlangengang kommt man zwangsweise über jeden Künstler, stolpert man über jeden, kann sich alle angucken. Das finde ich ganz gut. Das ist bei der Dokumi und bei der Buchmesse immer so ein bisschen mit diesen gesteckten Wänden ist das immer so ein bisschen diffus. Also da ist es nicht ganz so leicht, wirklich jeden Künstler mitzubekommen. Aber bei dem Schlangengang, wo du quasi durch musst, weil du links oder rechts nicht rein kannst, funktioniert das ein bisschen besser. Artist Alley war gut. Ansonsten gab es auf der Max eben die Angebote, also die Itasha-Autos, also Autos mit Anime-Gaming-Motiven bedruckt, die gab es noch in der Halle, es waren relativ wenige und die kannte man auch schon von der Dokumi, aber wer das noch nicht gesehen hat, der hat sich da gefreut. Ja, es gab einen großen Sticker-Stand, wo man ganz viele Sticker kaufen konnte, was mich persönlich nicht so gereizt hat. Die Angebote waren eher übersichtlich. Es gab das Maid-Café noch in der Künstlerhalle, was ich aber dieses Mal gar nicht probiert habe, mich anzustellen, weil das war so auf der ersten Etage in der Halle, da konnte man so über eine Treppe hoch und da war jedes Mal, wenn ich da dran vorbeigekommen bin, was 10, 11, 12, 13 Mal passiert ist, war da eine Schlange bis nach unten und die hat sich auch nicht bewegt und deswegen habe ich es diesmal gar nicht probiert. Das Konzept Maid-Café funktioniert auf der Messe anscheinend einfach nicht. An und für sich waren die Angebote auf der Max übersichtlich. Das fand ich aber auch vollkommen in Ordnung, denn ich war 3 Tage lang beschäftigt. Okay, ich bin jetzt auch als Fotograf hingegangen. Aber es gab da eigentlich immer genug zu tun. Also da war es nicht so, dass ich mich gelangweilt habe oder dass ich da gesehen habe, dass viele Leute einfach rumsaßen und nicht wussten, wo sie mit sich hin sollen. Es gab Cosplay-Fotografie, es gab einige Hintergründe, die bereitgestellt wurden. Das war für Cosplayer ganz toll und insofern hat das schon gepasst. Was Konzerte und Shows anging, war natürlich alles etwas geringer, alles etwas kleiner, alles etwas bescheidener als auf den großen Messen. Das ist einfach logisch und natürlich. Waren aber dennoch einige schöne Sachen dabei. Den Cosplay-Wettbewerb, den ich persönlich mitbekommen habe, der hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil Leute sich da eben wieder leidenschaftlich reingesteigert haben und tolle Shows teilweise präsentiert haben. Das ist eigentlich immer ein No-Brainer, das geht immer. Insgesamt konnte ich nicht allzu vielen Shows beiwohnen, weil ich einfach nicht wirklich wusste, wann was läuft. Ja, es gab die Programmplanungspunkte, aber da, wie gesagt, man konnte nicht rauslesen, was ist das genau. Teilweise hat sich auch was verschoben, es war alles ein bisschen konfus. Auch wenn es mit der Hauptbühne und der kleinen Fanbühne einigermaßen übersichtlich war und man sich da auch, es gab viele Sitzplätze, man durfte auch stehen, es war ein bisschen weniger streng als auf der Dokumi zum Beispiel. Dennoch hatte ich nicht so ein gutes Gefühl dafür, was muss ich jetzt unbedingt sehen und ich war ja ohnehin sehr beschäftigt, aber es waren schon einige schöne Shows dabei. Also da gibt's gar keine Frage. Die Essensangebote bzw. Verpflegungsangebote auf der Messe waren auch sehr, sehr übersichtlich, aber das schon in einem negativ konnotierten Kontext. Denn ich habe einfach nicht so viel mitbekommen. Es gab in der Händlerhalle ein paar Stände an der Seite, wo man sich wohl was zu essen holen konnte. Ich persönlich war aber auch komplett Selbstverpfleger dieses Mal, was dann auch teilweise einfach gesünder und geldbörsensparender ist. Hab aber einige kleinere, ein Crepe-Stand gab es, glaube ich. Es gab ein kleines Café, das war ganz nett, aber habe jetzt nicht so viel mitbekommen. Und mich persönlich hat da auch viel einfach nicht gereizt. Den größeren Soft-Eis-Stand habe ich mitbekommen, wo man besondere und fernöstliche Geschmäcker vor allem haben konnte. Das habe ich einmal probiert, aber für 5 Euro dann wirklich auch nur einmal, denn das ist schon ein ziemlicher Wucherpreis, auch für die besonderen Geschmäcker, da habe ich es dann bei einem Mal belassen. Also hat mich persönlich einfach nicht so gereizt, die Foodmeile der Max 21.
Die Gaming Area war, finde ich, nicht so wirklich der Rede wert. Vor allem nicht, wenn man alleine da war, weil vieles wieder auf Koop ausgelegt war. Es war wieder der messetypische Nintendo-Wahnsinn. Siehe Dokumi 21 vorhanden, das heißt Smash Bros. Mario und nicht viel mehr. Vielleicht noch das neuere Pokémon. Es war sehr klein und beengt, also es gab da nicht viel Besonderes. War schön natürlich, dass es da war, um ein bisschen runterzukommen, gerade wenn man mit ein, zwei Freunden dort ist. Sonst hat mich das nicht gereizt. Das Gelände der Max 21, also die Hallen und die Räumlichkeiten, die für diese Max reserviert waren, der Messe Berlin, die waren mehr als ausreichend. Das war eine gute Größe. Es waren vor allem diese zwei Hallen und der japanische Garten, noch ein bisschen Außengelände und was dazwischen, einige Räumlichkeiten, aber insgesamt vor allem das. Und die Max hatte nicht das Problem, dass zum Beispiel bei der Dokumi sehr präsent ist. Das ist einfach ein Ausmaß an viel zu vielen Hallen, viel zu vielen Gängen ist, die ungenutzt sind, dass das alles dann viel zu verzweigt ist. Ein Riesenausmaß an viel zu großen Räumlichkeiten. Das hatte die Max also nicht. Es war das, was da war, wurde effektiv genutzt und es hat auch gereicht eigentlich im Großen und Ganzen. Es gab, das wusste ich persönlich sehr zu schätzen, gab viele kleinere, verstecktere Ecken und Rückzugsorte, so kleine Sitzbänke und auch ruhigere Gänge, wo man sich dann zwischen den Hallen mal ein bisschen zurückziehen konnte, sowohl zum Essen als auch, um einfach mal ein bisschen runterzukommen. Die Gänge, die zu den Toiletten führten, waren dann ganz nett. Es gab mehr als genug Toiletten im Gegensatz zu der einen oder anderen Messe. Also da hat die Max eigentlich schon ganz gut geglänzt. Beziehungsweise die Max, das waren einfach die Messehallen, die Räumlichkeiten natürlich, aber es gehört nun mal zur Max. Deswegen fand ich das ganz gut. Die Wände und die Hallen waren insgesamt etwas fotografiefreundlicher, weil es eben viele leere Wände gab, viele weiße Wände, wo man dann mal fotografieren konnte. Bei der Dokumi zum Beispiel hast du dann diese ganzen Industriewände und diese Metallwände, was einfach alles kacke aussieht. Bei der Max ist es ein bisschen besser mit dem Licht, mit den Hallen. Da hast du mehr Locations, wo du auch innen noch ein paar anständige Fotos machen kannst. Den japanischen Garten habe ich erwähnt, dass der einfach grundsätzlich fantastisch ist. Also insgesamt war das Messegelände dem Anspruch, den es zu erfüllen hatte, war es vollkommen gewachsen. Ich habe mich da wohl gefühlt und das war etwas, was die Max auch besser gemacht hat als so mancher größerer Konkurrent. Jetzt habe ich sehr viel erzählt, vielleicht wollen wir nochmal auf ein paar Messestimmen hören. Ich habe im Vorfeld, weil das mit den Interviews auf der letzten Messe nur so mittel geklappt hat, vor allem wegen den Ton und wegen der Spontanität, Interviews sind da immer so ein bisschen Und deswegen habe ich sie diesmal im Voraus geplant. Das hat nicht so ganz gut geklappt. Viele sind dann abgesprungen, relativ spontan. Aber drei Leute konnte ich tatsächlich interviewen. Einmal haben wir die Perspektive von Händlern auf der Messe, die ich hier einfangen konnte. Und einen Cosplayer, der sich dann noch dafür zur Verfügung gestellt hat. Der Ton ist leider wieder ein bisschen mittelmäßig geworden. Selbst wenn man in ruhigere Ecken geht, ist es unheimlich, was die Kamera alles auffängt. Da muss ich mir also für die Zukunft noch eine bessere Lösung überlegen. Aber an der Stelle sei erstmal dieses Interview eingeblendet von ganz tollen Händlern, von einem Cosplayer, der sich da zur Verfügung gestellt hat und euch noch ein paar ganz andere Worte mit auf den Weg gibt zur Max 21. Für uns war es so oder so halt schon ein bisschen stressig. Aufgrund von Aufbau, Cosplay-Wettteilnahme und das alles. Aber schöner erster Eindruck. Ich habe noch nicht so viel von der Kamera gesehen, weil ich den ganzen Tag unterwegs war. Aber an sich, also die Stimmung ist gut. Das mit der Maske ist erträglicher, als ich dachte. Standaufbau hat ganz gut funktioniert. Die Leute sind freundlich, die Helfer sind hilfsbereit. Also, sagen, vor allem dafür, dass sie zwei Jahre lang. Ja, so viel, ja, kurz zu sagen, ist ein bisschen schwierig, weil es die Max erst seit 2019 gibt. Also, ich finde das jetzt komplett zum zweiten Mal erstmal statt. Das mit Vergleichen finde ich ein bisschen schwierig. Also, sie gibt sich sehr viel Mühe, aber jetzt aufgrund von Corona, das trotz alledem so zu machen, ist halt im Rahmen der Regelungen möglich ist. Genau, dem kannst du eigentlich nur anschließen.
dadurch, dass man einfach noch nicht so lange existiert, vor allem in der Größe, klar gibt es da immer noch Probleme. Ich denke, dass sich das über die Zeit entwickeln wird, nach und nach. Bisher, wie du schon gesagt hast, es ist erträglicher als man dachte. Ist klar, es ist halt anders. Man erkennt die Leute halt auch nicht gleich sofort, wenn man es nicht gewohnt ist, so die Augenpartie zu sehen. Aber sonst einmal Straßen mit Infizienzmaske bisher in Ordnung an sich. Würde ich aber jetzt, gerade wenn es kleinere sind, jetzt nicht unbedingt machen aufgrund der Pandemie. Aber wenn man sich viel Mühe gibt und das halt, also auch wenn die Leute sich Mühe geben, es einzuhalten, dann ist es. Ich muss gestehen, das ist meine erste Fahrt mit Maske und den ganzen Auflagen und so weiter. Ich finde das offen für die Situation, aber ich hoffe natürlich, dass sich das bald wieder ändert, weil ich finde, dass einfach schon viel genommen wird. Ich meine, wir ziehen diese Kostüme an, dann fehlt das halbe Make-up, man erkennt die Leute nicht, weil man eben die Augen wirklich sieht, das ist so schwierig. Und das geht einfach nicht auch ein bisschen was verloren. Gerade so Menschliche, was wir 2 Jahre lang jetzt quasi abgespart haben, weil wir eben Kontakt beschränken. Das ist alles richtig, keine Frage. Aber ich finde, wir können jetzt langsam so wieder zu einer Normalität und Zwischenmenschlichkeit zurückfinden. Und gerade auf der Con hat man das halt eigentlich extrem viel. Also ich gehe mal wirklich auf der Con mit den Ständer, das ist ein schönes I-Tüpfelchen, sondern ich gehe auf der Con, um meine Leute zu treffen, die zu knuddeln, die ich ein ganzes Jahr nicht gesehen habe, weil ich sie eben immer nur auf einer Con sehe. Zum Beispiel, und das ist mir jetzt halt in diesem Rahmen nicht möglich, auf die Art und Weise, wie es sonst geht. Der Aufbau ist kostenbestand. Dann halt natürlich die Beratung der Kunden. Dann halt ja, der Cosplay-Wettbewerb, Teilnahme, alles was davor war, Bewertung etc. Mehr habe ich im Großen und Ganzen heute von der Content durch allerdings auch nicht gesehen, weil durch den Trend hat man schon eine Art Verpflichtung, halt auch dann für die Leute da zu sein. Ja, medizinisch. Ich war heute den ganzen Tag mit dem Cosplay-Wettbewerb beschäftigt. Dementsprechend habe ich auch noch nichts so viel von der Con gesehen. Aber ja, es hat trotzdem wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also auf jeden Fall der Max seine Chance geben. Gerade weil man, viele denken sich halt so, okay, da steht nicht viel, da ist jetzt nicht so viel da, man kann wirklich auch keinen Eindruck machen, sie ist halt einfach neu. Man muss der Con einfach eine Chance geben, dass sie halt wirklich so groß werden kann, wie sie es gerne. Ja, und ich finde halt vor allem, Max hat ja gar keine andere Wahl momentan durch die Richtung, als dass sie jetzt eben so aufbaut, dass sie möglich ist. Dementsprechend, ja, ich würde sagen, hat Spaß auf der Con, besucht sie, hab dann Spaß auf der Con, weil das geht ja eigentlich darum, wenn du Leute zu treffen. Und das kann man auch für Max. Wirklich viele Leute zu treffen, die man halt seit 2 Jahren der Corona-Kontaktbeschränkung nicht mehr gesehen hat. Mein Highlight wird sein, dass morgen ganz viele meiner Kunden vorbeikommen und das für mich, wie sie gemacht haben. Ich freue mich. Ich habe mich wahnsinnig viel Fragen. Ich bin kein Händler in dem Sinne, ich bin Commissioner, also mache Kostüme im Auftrag für Kunden. Und ich könnte mich hier quasi alles fragen, was sie mich immer mal fragen wollten. Ich habe über 10 Jahre Erfahrung im Cosplay-Bereich, mache das jetzt seit 3 Jahren hauptberuflich. Und ihr könnt euch meine Sachen angucken. Ich habe auch ganz viele Bilder dabei von Arbeiten, die ich erstellt habe. Und genau, das ist erledigt. Salami oder Käse? Kein deutsche Mozzarella. Dankeschön. Mein Charakter ist Twinson aus Little Big Adventure. Das Game ist eine Mischung aus RPG, Adventure und Jump and Run. Du bist unterwegs, sammelst Items und die höchsten magischen Pflanzen rein. Und letzten Endes deinen Planeten vor der Zerstörung zu retten. Also, ich liebe den Karaoke-Raum. Ich habe da jetzt gestern schon 3-mal drin. Bin wahrscheinlich heute auch nochmal für den Rest der Con am Singen. Habe ich noch nie gesehen auf der Con, finde ich toll. Empfehlen kann ich, wenn du einen Workshop besuchen willst.
melde dich gleich an, wenn irgendwann losgeht. Die Plätze sind sofort weg. Ich habe keinen einzigen Zug mehr. Leider. Ich persönlich feiere Charaktere, die nicht so oft gehostet werden, eben die dieses Seltenheitswert haben. Aber kein bestimmter Charakter. Also jeder soll das Cosplay ein bisschen kleiner machen. Ich bin auf Instagram, Christopher, und YouTube auch als CTB-Videos. Da gibt es so kleine Tutorials. Okay. Eher nicht. Es ist eine weitere Anreise für mich aus Bayern. Für das, was auf dem Mexiko wird, würde ich eher auf anderen Plätzen schauen. Dankeschön. Mein Fazit zur Anime Max in Berlin 2021 ist, dass es insgesamt eine wirklich angenehme, wohlfühlige, kleine, intime Messe ist. Eine Fanmesse, eine Cosplay-Messe, die vor allem profitiert von ihren leidenschaftlichen Cosplayern, von ihrer Location mit dem japanischen Garten, von der Atmosphäre, die etwas familiärer, etwas intimer ist als bei den größeren Messen. Ich hatte da wieder eine sehr gute Zeit. Die Messe hat auch von dem Charme profitiert, dass sie noch neu ist, dass sie etwas kleiner ist. Die Angebote waren charmant, waren klein, waren charmant. Die Messen die Hallen waren ganz gut aufgebaut, abgesehen von den Einbahnstraßenproblemen. Und auch die 3 Tage waren wirklich gut, damit man Zeit hatte, alles genau durchzugehen, sich ein bisschen Zeit für die Shows auch nehmen konnte. Also auch die 3 Tage, das ist aufgegangen meiner Meinung nach. Es ist viel Raum für Verbesserung da, gerade in der Einlassorganisation, gerade in der Hallenorganisation. Da kann man noch viel machen, da sollte man auch viel machen. Die Website, ich habe es angesprochen. Aber an und für sich hat mir das sehr gefallen, hat mir dieses warme Gefühl, herzerwärmende Gefühl, was ich da teilweise hatte mit den Leuten, hat mir das gefallen. Und das hat die Max möglich gemacht, deswegen an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön, die Wertschätzung, die Mitarbeiter der Messe auch verdient haben. Und ich werde nächstes Jahr nochmal dabei sein, also gar keine Frage. War ein Überraschungshit. Also ich hatte nicht viel erwartet von dieser Messe. Ich hatte einfach nicht viel erwartet. Ich hatte erwartet, dass es viel kleiner ist, dass es sehr bescheiden ist. Da wurde ich einfach überrascht. War cool. Jetzt nochmal ein bisschen Persönliches. Das ist nur persönliches Gequatsche zu mir, meiner Messerfahrung und der Arbeit. Hat mit dem eigentlichen Messebericht nicht mehr so viel zu tun. Also da müsst ihr selbst entscheiden, ob ihr da dranbleiben oder direkt zum Ende springen möchtet, ob ihr ausmachen möchtet. Ihr wurdet gewarnt. Ich möchte das Ganze diesmal ein bisschen entspannter angehen hier in der Staubstube als zu Dokumi. Ja gut, das hat ja nur so mittel funktioniert. Ich war vor allem als Fotograf auf dieser Messe. Ich habe es erwähnt. Ich wollte mich persönlich hier steigern. Ich wollte persönlich viel Arbeit machen. Deswegen habe ich 60-70% mit Fotografieaktivitäten verbracht. Was auch gereicht hat bei der Größe der Messe. Allerdings habe ich dann nach der Messe zwei Wochen in zwei Videos gesteckt. Eine Woche habe ich jeden Tag, wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, habe ich an den Cosplay-Feature gesteckt und danach die Woche jeden Tag ins Impression-Video gesteckt. Für einen sehr überschaubaren Klick- und Attention-Erfolg. Aber ist egal. Na, ich wollte das so und ich wollte diese Leidenschaft wieder reinstecken und das habe ich gemacht. Ruhiger angehen lassen habe ich es vielleicht nicht, aber ich habe persönlich festgestellt, wie einfach ein großer Sprung in meiner persönlichen Entwicklung stattgefunden hat. Ich habe mich ja im Vorfeld schon auf die Fotografie vorbereitet und habe aber einfach gemerkt, dass es beim Fotografieren, beim Ansprechen der Cosplayer, bei dem Umgang mit den Cosplayern, bei den Shootings diesmal einfach eine Weiterentwicklung bei mir persönlich gab. Am Anfang, am Freitag noch nicht so sehr, aber dann habe ich, was die Fotografie angeht, auch das 1:1-Format umgestellt, was zum Beispiel das Instagram-Standardformat ist, so also dieses Quadratformat. Und vorher habe ich ja immer 16:9 oder 3:2 geshootet und das eignet sich für Porträtfotos, für Cosplay-Fotos gefühlt einfach auf meinem Niveau, so wie ich es mache, nicht so sehr in dieses 1:1-Format. Das hat fast perfekt funktioniert für die meisten Fotos. Gibt viel schönere Fotos. Ich habe mich ein bisschen mit Fotografie und so weiter und so fort beschäftigt, also noch mehr als ohnehin schon vor der Messe. Und das hat einfach Wirkung gezeigt, wenn man sich so ein bisschen mit den Sachen beschäftigt, dass man auch merkt, wie man sich dann weiterentwickelt innerhalb 1 oder 2 Tagen, dass man einen Sprung macht. Und diesen Sprung habe ich, glaube ich, auf der Max gemacht.
Ich war viel selbstsicherer im Umgang mit den Leuten, was mich gefreut hat, und wurde ein paar Mal Fotograf genannt. Also ich wurde ein paar Mal als professionell hingestellt. Die Leute haben sich mehr über meine Fotos gefreut. Auch jetzt im Nachhinein habe ich das gemerkt, dass die Bilder einfach besser geworden sind und dass die Leute sich mehr darüber gefreut haben, auch über den höflichen Kontext hinaus. Hey, du hast Fotos gemacht, ich bedanke mich mal, weil ich ein höflicher Mensch bin. Sondern das hat einfach geklappt. Ich wurde ein paar Mal als Fotograf bezeichnet und das freut mich einfach. Also das treibt mir die Schamesröte ins Gesicht. Und das hat Selbstsicherheit gebracht, das hat weitere Entwicklung gebracht, das hat mehr Erfahrung gebracht, das hat mit den Cosplayern gut funktioniert. Ich merke auch, wie ich mich mittlerweile sehr, sehr wohl dabei fühle, Cosplayer anzusprechen, sie um Mitarbeit zu bitten, ihnen dann auch vielleicht kleinere Tipps und Anweisungen zu geben, wie sie ihren Arm oder wie sie ihr Kinn positionieren sollen. Und das sind einfach so Sachen, wo man als Fotograf einfach nur an sich wachsen kann mit der Menge der Erfahrungen. Das war für mich unheimlich toll auf der MAX 21 und das hatte ich gar nicht so sehr erwartet von dieser eher kleinen Messe, aber es war eine Cosplay-Messe. Ja, die Bilder sind insgesamt deutlich besser geworden. Ich habe es erwähnt, man kann es im Download-Package oder im Cosplay-Feature, kann man es glaube ich auch teilweise schon sehen, oder auf Instagram, wo ich sie teile. Ja, die Bildqualität ist insgesamt immer noch nicht so gut, weil ich da noch weiter mich einüben muss, was die ISO-Einstellung zum Beispiel angeht, also die Weißabgleich-Einstellung und so weiter. Die Lichteinstellungen sind da teilweise echt noch nicht ideal. Das Bildformat etc., da muss ich mich noch weiter üben, und die Bildqualität. Also ich schieße in 1080, habe ich Bilder geschossen, ich hätte sie auch wieder in 4K schießen können, aber das bringt tatsächlich einfach, wenn man die Einstellungen wie ISO und so weiter versieht, bringt das immer noch nicht so viel. Das war schon ganz in Ordnung. Ich brauche vielleicht auch eine bessere Kamera. Also da muss man einfach mehr Erfahrungen sammeln. Außenbilder, und das habe ich diesmal festgestellt, und da schließe ich jetzt einen, da folge ich jetzt einen Schluss, der euch allen sicherlich sehr neu sein wird. Die Außenfotos, die ich im japanischen Garten gemacht habe oder anderswo im Außengelände, waren, also jedes Außenfoto war besser als jedes Innenfoto. So, du kannst einfach natürliches Licht und die Location, die Hintergründe, die du hast, das kannst du nicht ausgleichen innerhalb der Halle. Die Außenfotos sind alle besser, und da muss man den Schluss draus ziehen, dass man sich eigentlich, wenn man da als Fotograf ist, müsste man einen Tag, zum Beispiel von diesen 3 Tagen, müsste man nur reservieren und nur im japanischen Garten stehen und dort Leute fotografieren. Denn jeden Cosplayer, den ich innen begegnet bin und der mir richtig gefallen hat, der tat mir leid, weil ich ihn dann da drin fotografiert habe, nicht da draußen, wo ich ihn noch viel besser hätte zur Blüte bringen können. Aber es ist natürlich Teil des Reizes, dass man spontane Fotos schießt. Na, man sieht die Cosplayer in den Gängen und fragt, darf ich ein Foto von dir machen? Wenn du nur im japanischen Garten rumstehst, wirst du 2/3 der Cosplayer einfach gar nicht mitbekommen. Deswegen ist das so ein Kompromiss. Ne? Ich denke, die Cosplayer erwarten auch nicht, wenn sie spontan von dir fotografiert werden, dass sie jetzt perfekte Shooting-Bilder bekommen. Dafür hast du ja dann den japanischen Garten, dafür hast du dann die Shootings. Aber dennoch, die Lektion für mich, ich habe wieder einige Lektionen mitgenommen. Ich bin insgesamt einfach viel zufriedener mit den Videos auch. Ne? Die sind die Videoaufnahmen in den Impressionen, in den Cosplay-Features, die sind immer noch ein bisschen wackelig, die sind immer noch von der Bildqualität nicht da, wo ich sie haben möchte, was dann eher an der Kamera und an den Einstellungen liegt. Ich muss mir zum Beispiel für die Cosplay-Clips, falls ihr das Cosplay-Feature gesehen habt, muss ich mir auch einfach ein besseres Konzept einfallen lassen, als, hey, ihr macht eine kurze Animation und ich filme da um euch rum. So, das funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Die Cosplayer machen da immer toll mit, aber von meiner Seite ist das einfach zu wackelig und zu unkoordiniert und gibt dann nur so mittelschöne Videos aufgrund meiner Verantwortung. Und da muss ich mir einfach was Besseres überlegen. Insgesamt bin ich aber viel zufriedener mit dem Impressionen-Video und mit dem Cosplay-Feature. Vergleich das mal, also was ich da an Arbeit und Zeit reingesteckt habe, vergleich das mal mit den Dokumi-Videos, und da merkt man, glaube ich, schon deutlich den Sprung, auch was die Fotos angeht. Was ich noch erwähnen muss, ist, dass ich aufgrund eines Datencrashs, nennen wir es einfach mal so, ohne es genauer zu umreißen, habe ich etwa 50% der Cosplay-Clips, also nur der Videoclips, die ich ins Feature einarbeiten wollte, habe ich verloren. So, die sind verloren gegangen, und das ist sehr, sehr, sehr ärgerlich, weil da waren viele der tollen Cosplay-Fotos, die ich geschossen habe, da waren auch Videos dabei, die wirklich gut geworden sind, und die habe ich dann einfach verloren. Kann man nur draus lernen, immer Sicherheitskopien machen, bevor man dann anfängt, die durchzufiltern und rumzureichen. Immer Sicherheitskopien machen, vorsichtiger sein. Ärgerlich, aber ist passiert. Sorry dafür. Genau, ich möchte nochmal erwähnen, dass ich die Bilder und dass ich die besten Bilder, meiner Meinung nach besten Bilder von jedem Cosplayer auf Instagram teile. Also falls euch das interessiert, da werden die Leute natürlich auch verlinkt, dann einfach mal dort vorbeischauen. In der Videobeschreibung gibt es den Link.
für die persönliche Entwicklung, für meine persönliche Entwicklung war das eine ganz wichtige Messe. Und deswegen danke an alle Cosplayer, mit denen ich interagieren durfte. Danke für den Max-Stuff jetzt hier an der Stelle nochmal. Einfach für alle, die die Max möglich gemacht haben, die im Hintergrund und im Vordergrund gearbeitet haben, an das Personal, an den Einlass, an die Künstler, die dort in der Artist Alley vor Ort waren, an die Händler. Ja, danke, dass ihr uns eure Waren gegeben habt und dass ihr unser Geld entgegengenommen habt. Vielen, vielen Dank. Und insofern gehe ich eigentlich mit einem warmen Gefühl in der Brust aus der Messe raus, auch wenn ich mich da halt totgearbeitet habe teilweise. Auch wenn es Raum nach oben gibt für Verbesserungen seitens der Messe, auch wenn nicht alles perfekt gelaufen ist von meiner Seite oder von der Seite der Messe, bin ich insgesamt sehr, sehr glücklich, dass ich darauf hingewiesen wurde. Danke nochmal an den Freund, der mich darauf geschubst hat. Und ich freue mich unheimlich auf die nächste Messe. Ich muss mal gucken, ob es erst die Buchmesse sein wird oder ob ich nochmal auf die eine oder andere kleinere Messe gehe, was mich auch reizen würde. Ich möchte weitermachen mit diesen Messeberichten. Das macht mir schon Spaß, auch wenn es unheimlich ausbrennend ist. Es ist toll, da weiter Connections zu knüpfen. Es ist toll, dass der ein oder andere dann doch bei diesen unnötig langen Videos zuschaut. Ich möchte an der Stelle nochmal einen kurzen Hinweis darauf geben, dass ich am Freitag, da hat die Messe ja erst 14.30 Uhr aufgemacht, muss ich nochmal kurz erwähnen, ist jetzt ein bisschen inkohärent, jetzt kommt doch nochmal ein kleiner Kritikpunkt, die Öffnungszeiten von 14.30 Uhr bis 22 Uhr am Freitag und 10 Uhr bis 22 Uhr am Samstag und Sonntag waren ein bisschen Augenwischerei, weil eigentlich alles schon um 20 Uhr zugemacht hat, teilweise schon um 19 bis 18 Uhr. Ich glaube, nur die Gaming Area war noch bis 22 Uhr offen. Es ist ein bisschen Augenwischerei und ein bisschen verblendet, wenn man dann reinschreibt 10 bis 22, um lange Öffnungszeiten zu suggerieren, aber alles macht schon um 20 Uhr zu, sodass du dann auch die Einbahnstraßen hast, dass du dann nur noch schwierig rauskommst. Bisschen komisch. Aber dadurch, dass die Messe am Freitag erst 14.30 Uhr aufgemacht hat, hatte ich persönlich Zeit, meinen Aufenthalt in Berlin zu nutzen. Und was habe ich natürlich gemacht? Natürlich, ich bin Anime, Manga, Comic-Läden in Berlin abgegangen, was mir so relevant erschien, was im Rahmen der Zeit möglich war. Nicht alles, aber die wichtigsten Geschäfte habe ich, denke ich, mitgenommen. Figuya Store, Neo Tokyo, den J-Store und einige mehr. Und da wird es wie in Düsseldorf und wie in Hamburg wird es natürlich auch noch ein Ladenfeature dazu geben, falls ihr in Berlin wohnt, falls ihr Berlin mal besucht und wissen möchtet, was gibt es denn da an J-Stores, was gibt es da an Comic-Stores, das ich persönlich aufsuchen sollte. Gut, jetzt ist aber Schluss mit dem Geprappel. Danke, dass ihr auf der Max Berlin wart. Danke, dass ihr hier zugesehen habt. Danke, dass ihr die Max Berlin möglich gemacht habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Max. Ich hoffe, man sieht sich in Zukunft mal wieder. Ich habe viele wichtige und schöne Kontakte geknüpft. Danke, dass ihr hier in der Staubstube dabei wart. Für weiteren J-Content, für Retro-Spiele-Content, für popkulturellen Content, für ganz persönlichen Feels-Content. Bleibt doch einfach mal dabei. Schaut mal die ein oder andere Playlist rein. Ich hoffe, ich sehe euch wieder. Dankeschön. Garantiert geistlos. Hier in Joraikos Staubstube. Wir sehen uns.